is Helmholtzplatz? Wahrscheinlich eine berühmte Person. Oh, who is Helmholtz? Oh, that I don't know. Ein Architekt? Nee, nicht. Ein Wissenschaftler. Ich hatte den gar nicht in der Schule. Aber ich kann mal nachgucken. Helmholtz war ein Chemiker, ne? Also Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz mit vollem Namen. 31. August 1821 ist er geboren. Und er war ein deutscher Physiologe und Physiker. Und als Universalgelehrter war er einer der vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit. Die größte Herausforderung war, die Arbeitsgemeinde für das Großforschungszentren so umzuformen, dass in einem nicht umkehrbaren Prozess unter dem Namen Hermann von Helmholtz Einigkeit und Gesamtwirkung erzielt wurden. Die Idee, die Leistungsfähigkeit von 16 Zentren, die auf sehr verschiedenen Gebieten sehr gut waren, zusammenzuführen, in Kooperation und Wettbewerb zu steigern und daraus noch ein nach außen wirksames Gesamtbild zu formen, das war eine Idee, die sich unter dem Namen Hermann von Helmholtz hervorragend realisieren ließ. Und aus diesen Puzzleteilen das Gesamtbild zu bauen, ist uns, glaube ich, gelungen. Nee, weiß ich überhaupt nicht. Also hat das was jetzt aktuell mit dem Helmholtz-Kiez zu tun? Wie die Gemeinschaft hier, wie die Wohnsituation ist? Helmholtz-Gemeinschaft? Ich kenne die Helmholtz-Gesellschaft. Es gibt ja doch die Helmholtz-Institute, ne? Was die genau macht? Nee, keine Ahnung. Wissenschaftsorganisationen, also haben große Forschungseinrichtungen und sowas alles, ne? Die Helmholtz-Gemeinschaft steht für eine Vernetzung unterschiedlichster Disziplinen. Das erfordert ein gutes Management. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat das beste Management in Deutschland. Das macht es attraktiv für die Forscher, in die Helmholtz-Gemeinschaft zu kommen. Ziel der Helmholtz-Gemeinschaft war es dann natürlich auch, gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten zu den großen Vorsorgethemen der Gesellschaft. Das erforderte interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen allen Helmholtz-Zentren. 50. 100. 300. 2.350. 5.000? Zu wenig? Ja. Also die Hauptaufgaben waren, eine klare, überzeugende Mission zu formulieren und die Gemeinschaft zu profilieren. Intern erforderte das neue Verfahren, insbesondere die programmorientierte Förderung. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei war der sogenannte Impuls- und Vernetzungsfonds, der nicht nur die Vernetzung mit den Universitäten in Helmholtz-Allianzen, virtuellen Instituten, Helmholtz-Hochschulnachwuchsgruppen ermöglichte, sondern auch so wichtige Dinge wie die Einrichtung von Schülerlaboren in allen Helmholtz-Zentren. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat sich in den letzten 10 Jahren zum dynamischsten Mitgestalter des deutschen Wissenschaftssystems entwickelt. 3 Nobelpreise sind an Helmholtz-Einrichtungen gegangen. Ich würde sagen, wenn es Helmholtz nicht gäbe, müsste man uns erfinden. Helmholtz steht für Forschung, die gesellschaftlich relevant ist, die auch forschungspolitisch gewollt ist. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Umweltthemen, Klimawandel beispielsweise, mit Energiethemen, mit Gesundheitsthemen, alles Themen, die wirklich auch von nationaler Bedeutung sind. Nach 20 Jahren ist die Marke Helmholtz bekannt. Das Bild ist sichtbar geworden, zusammengesetzt aus vielen Puzzleteilchen. Wir sind gespannt, wie es in den weiteren 20 Jahren weitergehen wird.